Ja, Leute, herzlich willkommen zurück zur Seebestattung Episode 2 oder Teil 2, zweite DLC. Es lädt. Nach einer längeren Pause bin ich jetzt völlig raus wieder. Schauen wir mal hier, wie das jetzt weitergeht. Hast du ihm meine Nachricht überbracht? Irgendwie haben wir keine Waffen so wirklich, ne? In der Sutong, ja. Konnte man nicht mit irgendeiner Taste sich den Weg anzeigen lassen? Mir war so. Haha, jetzt geht das auf einmal, nachdem wir hier raus sind, ja. Der N-Taste. Ja, gut. Ja, denn FFN, ne? Gibt's hier irgendwas? Wir spielen ja weiterhin sie. Also. Sind wir auf Stöckelschuh unterwegs? Ziemlich knifflig. Ich weiß nicht. Ein Schlag auf den Hinterkopf tut's genauso. Es ist eine ganze Ecke leise. Du hättest es nicht so gemacht. Ich bin nicht Bucke. Und du musst nicht alles auf genau die gleiche Art und Weise tun, wie es dein Vater getan hat. Komm her, Schätzchen. Ich habe ein Traumangebot für dich. Wieso haben wir eigentlich diesen. Ist noch nicht erledigt! Schleier da drumrum, ums Bild. Als wenn sie träumen würde, oder? Keine Ahnung. Wer ist da? Moin. Hallo, Simpson. Wir kriegen das schon gespeichert, okay. Du solltest ihm zuvorkommen. Was? Ja, der steht nicht so bald wieder auf. Und dabei hängt sein Kopf noch an seinem Körper. Ab hier wird es nur noch immer schlimmer. Wie viel schlimmer liegt an dir? Kinder sind wie Ton, Bradburn. Es ist an uns, dafür zu sorgen, dass sie zur griechischen Vase werden und nicht wieder zu Schlamm und Matsch, wenn man sie jung genug in die Hände bekommt. Dann kann man sie fürs Leben formen. Henry, holen Sie den Lannis, schwarz in die Kette, den 12 Jahre alten Zinkenbaum. Besprechen wir das wie Männer. Henry! Da gibt es wohl gleich noch ein Secret. Aber vorher. Raus aus dem Blickfeld, Elisabeth. Schnappen wir uns den Lockpick. Den muss ich aber eventuell nicht benutzen, den Lockpick, oder? I will not share my toys. Ich will nicht meine Spielzeuge teilen oder so. Auf die Art. Man kann das immer nicht direkt übersetzen, aber ich denke, das soll es heißen, ne? Okay. Ja, der Standardweg wäre da lang. Aber wir können in den Luftschacht steigen und das mache ich jetzt einfach mal. Einfach weil wir können, ne? Gucken, ob es uns was bringt. Wir können hier lang. Okay. Wenn mal die Tür da, wo führt die denn hin? Interessant. Schokoriegel und so ein bisschen, Klimbim.
Er war ja da hinten. Den haben wir da umgenietet da oben gerade, ne? Die Tür hier. Ne, die Tür ist nicht verschlossen. Was hat das dann mit dem Luftschacht auf sich? Nur weil da so ein bisschen Klimbim drin ist, was? Wahrscheinlich. Was ist das für ein Raum hier? Tipps drin. Hier liegt ein bisschen Eagle. Okay, mit dem Ball können wir nichts machen. Schokoriegel? Ja, gibt uns Gesundheit, ne? Da führt es uns doch zu dem regulären Weg. Also offenbar regulären Weg. Und wir müssen den Lockpick benutzen. Ja gut, dann. Lockpicking can be easy. With the right tools and know-how. Use your lockpick to probe a pin. A neutral pin will open the door. A blue pin will open the door and knock free a noisemaker. A red pin will open the door, but also sound an alarm. Ziemlich simpel, nur 6 Stifte. Oh, aber da ist ein Alarm. Könnte aber ganz nützlich sein. Okay. Geh, um Erste-Hilfkasten zu benutzen, okay? Laufen wir jetzt hier noch Ewigkeiten so ohne irgendeine Waffe rum, oder wie soll ich das verstehen? Nein, sagt Peter, der Parasit. Wir müssen alle ein Stück davon abbekommen. Wenn ich einen Groschen verdiene, darf ich mir doch Süßigkeiten davon kaufen, oder? Spielen wir hier das wehrlose Mädchen, ja? Parasit. Du darfst nur Gemüse kaufen. Naja, fast, ne? Wenn ich mir einen Arzt leisten kann, kann mir doch egal sein, dass andere das nicht können, oder? Nein, sagt der verdammte Parasit. Wir müssen uns alle ins Wartezimmer zwängen. Ryan, der Löwe, sagt, erstick daran, du Parasit. Kommunismus. Partie. Die Türen, sie brechen auf. Meine Erinnerungen an die Zukunft und wohin ich gehe. Sicher, dass du da deine Zukunft siehst. Wenn nicht meine, wessen dann? Dieser Bär beim Untersuchen hat irgendwelche Erinnerungen, die wir erhoben. Interessant. Und hier geht jetzt gleich die Post ab, oder wie? Ah, Armbrust. Ja, ist auch cool. Das ist eine Armbrust. Der Pfeil enthält wohl ein Schlafmittel. Vermutlich Fencyclidin oder Natriumthiopental. In meinem Turm gab es jede Menge Bücher. Woher wusste ich wohl immer, welche Munition du brauchst? Wissen ist nicht dasselbe wie Handeln. Frag Comstock, wie bereit ich war zu handeln. Das Blut deines Vaters fließt in deinen Adern. Es muss nicht an deinen Händen kleben. Deine Entscheidung. Verdecktes Vorgehen ist meist sicher und effizient. Schleiche dich an Gegner an und schlag sie K.O. Wenn du entdeckt wirst, verschwinde aus dem Blickfeld und verhalte dich ruhig. Wer selbst nichts schafft, wird immer diejenigen bestehen, die etwas schaffen. Können wir nicht hier den Half-Life-Dings nehmen hier? Während er dir in die Tasche greift. Kennt ihr das Wort Mitgefühl? Ihr findet es im Wörterbuch. Klunk, 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 klunk. Das wäre doch was. Kinder, was sagt Ryan der Löwe uns zur Tragik des Gemeinschaftseigentums? Peter der Parasit sagt, immer brüderlich teilen. Wenn ihr nur genau hinschaut, wer alles, was du machst, ist Lügen und Nehmen. Ja, läufst du von mir weg oder was? Warum denn das? Revolver, ja.
Das wäre mir doch schon besser gefallen. Munition ist zwar knapp, aber wir haben eine Waffe hier. Findest du trunken immer noch? Hier kann man wieder durch. Moment mal, hier war doch gerade was. Aufhebetechnisch, oder? Geld aufheben. Oh, das liegt wohl da oben drin. Das mit den Luftschächten hier soll, das ist so ein bisschen. Ja, oh, hier ist ja nichts weiter, oder? Scheint jedenfalls nicht so. Gut, da geht's hoch, aber. Bisschen Zeug hier, okay. Ah, sind wir hier oben. Ja gut. Drück die Zehe in der Luft, um geduckt und leise zu landen. Ah, okay. Na, wo war da jetzt wieder was? Erst ein Gesetz gegen Bestechung? Da war doch gerade was einsammlungstechnisch, oder? Mir vorschreiben, wie ich kacke? Was kommt als nächstes? Ist das irgendwie buggy hier oder was? Strange. Da war doch gerade eine Texteinblendung für irgendwas. Aber ich kann durch das Fenster den Ofen durchsuchen. Ja, den. Mega. Fiese Muni. Begründe das Ausspähen meiner ehrbaren geschäftlichen Angelegenheiten. Boah, hört sich sehr verdächtig an. Ich bin noch nicht fertig mit dir. Du bist bloß zweite Garnitur. Quatsch. Da liegt Geld. Hier geht's dann wohl gleich weiter. Und auch dort. Ja, gut. Was mit Disziplin? Offizielle Prozedur für Probleme. For problem children use of possess, was auch immer her. Munition, das ist immer gut. We need ammo. So, da sollen wir wohl hin, regulärer Weg, aber ich will hier noch mal gucken. Ah ja. Dann können wir erstmal duschen. Okay.
darf ich nicht rauchen. Was förderlich ist für die Gesundheit, sei mal dahingestellt. Eher wahrscheinlich nicht. Tür öffnen. Machen wir das mal. Da, Suchong. Der Name, den ich Atlas nennen sollte. Ich kann dir nicht folgen. Anscheinend hat dieser Suchong das Restaurant Silverfin übernommen. Dort war der Riss, durch den ich zum ersten Mal nach Rapture kam, als ich Comstock suchte. Bevor das hier ein Gefängnis wurde. Are you in the know? There has been a lot of idle talk from gadflies and naysayers following the nationalization of Fontaine Futuristics. I believe in free men and free markets. But I also believe in my city. And Frank Fontaine's purpose was nothing less than the destruction of Rapture. It was he who gave comfort to the laggards and layabouts. It was he who coddled the traps and vagabonds. Fontaine was poisoning the people of Rapture. But his venom wasn't made of arsenic or strychnine, no. It was concocted from something far deadlier. It was brewed from altruism. Now you know. Aber du warst 1960 zum ersten Mal in Rapture mit Booker. Als du Songwriter dein Dach. Mehr als ein Jahr in der Zukunft. Ja, das stimmt. Als ich alle Türen sehen konnte, ergab es Sinn, aber jetzt ist es nur ein Wirrwarr. Elizabeth, du blutest. Jetzt weiß ich, wie es sich anfühlt. Gut, wenn wir Suchong finden wollen, sollten wir im Silverfin anfangen. Ich kenne den Weg. Are you in the know? Human reproduction is vitally important to society, but there is no reason that the act of copulation cannot be pleasurable as well. Remember these tips. Sex is egotistical. Without self-esteem, those participating in coitus are revealed to be fraudulent, hypocritical animals. Ego is indispensable in the bedroom. Negotiate with your mate. Intercourse can be mutually beneficial to both parties. Set out expectations with your partner beforehand, outlining the services you will provide one another, and hold them to their side of the deal. Never forget, oral contracts and handshake deals are for starry-eyed gigolos. Always get it in writing. Your pleasure is your business. Remember, you come first. Nobody's going to keep an eye on your pleasure except you. Don't be left high and dry. Armed with this knowledge, go forth now and enjoy Sexual Congress the Rapture Way. Now you know. Hier war ich auch. Gleich nach meiner Ankunft. Ich brauchte was zum Anziehen, das ein bisschen besser zu Rapture passte. Ja, ich gehe hier wieder mal nicht den regulären Weg und such nach Zeug, wie immer. Seite auf. Hier gibt es irgendwas Dolles zu holen. Optik. Verehrte Dame. Ich habe Ihren Brief bezüglich unserer neuen Spannerplasmide erhalten. Hier meine Antwort.
Pech gehabt. Wir sind hier in Rapture, Miss. Was meine Kunden mit meinem Produkt machen, ist ihre Sache. Wenn ihnen unwohl ist... Tja, solche Bücher gab's in meinem Turm nicht. Ich will da selber irgendwie drücken dafür. Die Roten dürfen wir wohl nicht antippen, sonst gibt's Alarm. Ist ja interessant. Jetzt mal was Neues hier. Ja, dann gucken wir uns hier mal um. Hey, da bist du ja. Wie oft habe ich Antonio schon um Spinde mit richtigen Schlössern gebeten? Ich bin von meiner Mittagspause gekommen und meine neuen Klamotten waren weg. Geklaut. Aber das Allerhöchste ist, der Dieb hat mir dafür was anderes zum Anziehen dagelassen. Zuerst wollte ich das Zeug wegschmeißen, aber irgendwie habe ich es nicht übers Herz gebracht. Klar, es ist altmodisch, sogar noch mit Korsett. Der heutigen Mode entspricht es bestimmt nicht. Aber ich bin jemand, der gute handwerkliche Arbeit zu schätzen weiß. Und warum sollte ich diese Tür jetzt hier öffnen? Das verstehe ich nicht. Ich kann ja rumlaufen, ne? Das wäre eigentlich bescheuert. Dann mal ein Plasmid. Disappear from sight. See through walls. And sneak up on your foes. Okay. Ich sagte Sender kaum. Ich wäre Splicer. Mit diesem Plasmid könnte ich sie durch die Wände hindurch sehen. Oder falls nötig unsichtbar werden und sie überrumpeln. Komm schon! Wovor läufst du weg? Komm zu, ich sehe, was du hier angeschaut. Was meintest du vorhin, als du sagtest, du warst in Paris? Es war nicht wirklich Paris, es war mehr... Es war mehr die Welt, wie ich sie sehen will. Ich war wohl nicht wirklich. Aber ja, das ist ja bescheuert, den Lockpick dazu zu verwenden. Ne? Dann kann ich halt rumgehen. Wenn wir uns nicht immer einmischen müssten. Das machen wir nicht. Lockpick gespart, ohne Cheaten. Dann ist denn alles in Ordnung. Der Typ gefällt mir nicht. Das scheint sie nur zurückzuwerfen. So kannst du nur dann richtig Schaden anrichten, wenn sie dich nicht sehen. Und so? Ja, komm schon. Oh, damn it. Daneben. Ah. Ja, ja, ich drücke G, um erste Hilfkasten zu benutzen. Brauche ich doch jetzt gerade gar nicht. Muss ich das tatsächlich gerade machen? Das gibt's doch nicht. Ruhe, Mann. Ganze Muni verschwendet. So ein Cheat. Die ganze Zeit spare ich und dann für einen einzigen Gegner, ey. Naja, na gut. Na komm, dann machen wir die Tür hier. Machen wir oben die Hütte. Ja, hat ja jetzt gespeichert und würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge Bioshock Infinite, Seebestattung Teil 2. Bis dahin, macht's gut oder besser.